Hallo! Jetzt geht's weiter mit dem ersten FC Kaiserslautern und dem letzten Testspiel vor dem Start in die zweite Bundesliga. Heute haben wir die Lazio Rom zu Gast. So, gehen wir rein zur Mannschaftsübersicht. Zuvor wählen wir die Trikots. Und jetzt. Ich mach das jetzt anders. Die Ausstellung vom 1. FC Kaiserslautern. Im Tor mit Nummer 32 Marius Müller. 4 Ariel Borisiuk. 5 Enis Alushi. 6 Matthias Abel. 7 Mimoun Asobak. 10 Albert Bunyaku. 17 Alexander Bugera. 21 Pierre-David. 23 Florian Dick. 28 Konstantinos Fortunis. Und 34 Willi Orban. Die Lazio Rom bietet folgende Ausstellung. Im Tor mit Nummer 22 Federico Marchetti. 3 André Diaz. 6 Stefano Mauri. 11 Miroslav Klose. 15 Alvaro Gonzalez. 19 Senad Lulic. 21 Mobidu Diakite. 24 Christian Ledesma. 26 Stefan Radu. 29 Abdoulaye Konko. Und 87 Antonio Candreva. Und Freistoß, Messi! An! Ja, der letzte war besser. Jetzt, Feuer! Hoffe ich schieße ich nachher nicht so. Komm, los geht's. Willkommen bei FIFA 13 zum dritten und letzten Testspiel. 1. FC Kaiserslautern gegen Lazio Rom. Der 1. FC Kaiserslautern spielt im 4-2-3-1. Und die Lazio Rom im 4-5-1. Und wir spielen heute im Fritz-Walter-Stadion Kaiserslautern. Und Anpfiff! Candreva, Ledesma. Und sofort den Ball geholt. Bunyaku, da geht er vorbei, rechts vorbei. Und jetzt haben wir die Möglichkeit und Tor! Traumstart für den FCK! Dritte Spielminute! Torschütze mit Nummer 10, Albert Bunyaku! Wir kommen's doch mal! Hellwachsinn! Direkt beim Start! Gott so! Und jetzt ist Lazio Rom im Ballbesitz. Candreva, Lulic. Zurück zu Candreva. Und Alushi am Ball. Spielt quer zu Bugera. Auf die andere Seite Asuak. Fortunis. Bunyaku. Spielt hoch zu Fortunis, aber der kommt nicht an. Dafür hat Konko den Ball. Mauri. Jawohl, gut gemacht. Und jetzt gegen Angriff FCK. Über links, Fortunis. Flanke! Ah! Und Weihrechtsieger! Der allerdings nicht gefährlich aufs Tor kommt. Torabschuss, Marcelli. David Bugera. Fortunis. Asuak. Bunyaku, da kann er durchgehen, er geht durch und jetzt schießt er und... Oh, ganz knapp an der Kiste vorbei. Und wieder Torabstoß, 3 Minuten später. Komm, gehen, Kopfball, jawohl, und Fortunis. Bunyaku, da geht er links vorbei. Und er wartet auf Fortunis und er schießt! Tor! 14 Minuten nach dem 1-0 macht Konstantinos Fortunis wieder um 28 das 2-0! Komm doch mal! Schön quergelegt und brach nur noch ins linke Eck einzuschieben!
Und weiter dranbleiben, rote Teufel vom Betzenberg. Oh, Lulic wird gestoppt von Florian Dick. Orban. Jawohl, schön gemacht. Borisjuk. Alushi. Bunyaku. Und da geht er vorbei. Und fällt dir das 3:0 ein. Marcelli hält Weltklasse. Ganz noch mal. Mit einer Hand sogar. Wir wechseln den Schützen. Wir wählen Asuak aus. Und jetzt Feuer frei. Au. Und komm, bleib dran. Ah. Verdammt. Und jetzt hat Diaki die Möglichkeit, das Spiel viel zu rum schnell zu machen. Ich hoffe eher, dass sich das der VfB Stuttgart anguckt, wie man gegen Lazio Rom spielt. Ah, ja, oh, der hat mir über die Schulter gelegt. So. So, jetzt bin ich endlich wieder Ballbesitz und jetzt weiter. Und spiel zurück zum... Komm, spiel! Spiel doch! Aber warum spielt denn der nicht? Das wäre eine gute Möglichkeit geworden. Ah, Bugera. Oh, Fosunis, komm doch an den Ball, dann schießt er! Oh, direkt auf den Torwart! Ah, ist das nicht herrlich, das Fußballspiel? Und Asuak! Von links! Koppel! Oh, ganz schwach. Seht uns mal, 6:0 Torschüsse. Schüsse. Über Lazio rum. Wir haben schon 35 Minuten gespielt. Eieiei, das geht aber flott hier. Bunyaku! Das macht richtig Spaß. Das macht mir mehr Spaß wie FIFA 12 zu spielen. Ja, das Spiel macht Laune. Komm, Heulene! Jawohl, schöner Fuß davor gestellt. Klasse! Also nicht Einsatzbereitschaft. Fortunis! Kommt zu spät. Torwart war schneller. Er schlägt den Ball auf Klose. An seine alte Wirkungsstätte. Bevor er zu Werder Bremen wechselte, spielte er auf dem Betzenberg für den ersten FC Kaiserslautern. Und dann ging er zum FC Bayern. Und steht die Spieler jetzt bei Lazio Rom. Und im Moment zeigt der Schiedsrichter an, 1 Minute Nachspielzeit. Komm, steck der Ball weiter! Jawohl! Fortunis! Komm, mach das Ding! Machst du dein Projekt? Bunyaku! Oh, was war denn das? Ich glaube, ich bin's nicht. Halbzeit! Jetzt FC Kaiserslautern, Lazio Rom. Der Spielstand lautet 2:0. Und wir wechseln kurz die Seiten. Ich trinke mal kurz was. Und da kann es auch schon weitergehen. Fortunis, sei Dank. So. Borsiuk. Orban. David. Bugera. Weiter auf der linken Seite zu Asuak. Und er geht vorbei an Kongo. Und jetzt kommt die Flanke. Auf Bunyaku und köpft über das Tor. Marcelli Paraden 5, Müller im FCK-Tor 0. Und jetzt kommt mal Miroslav Klose an den Ball. Aber nicht viel lange. Pässe 74%, jetzt FCK 86%. Gute Werte. Geil. Macht mich stolz. Sieht mal, Leistung, Einsatzbereitschaft. Wille zum Sieg zahlt sich aus. Aber in dieser Form nicht. Ledesma. Mauri. Gonzalez. Gut so. Gonzalez und Klose. Wäre schön für ihn hier zu treffen. Aber meine Abwehr lässt nichts zu. Fortunis! Fortunis! Oh, Latte! Mann!
Gut oben Schlappe gelegt. Sollte das mal. Oh, da zwingen wir sie zu Fehlpässen. Unsere Macht ist erdrückend. Fortunis! Lupfer! Tor! Ja! 64. Spielminute! Und er macht seinen Doppelpack! Und 3-0. Gut so. Das ist noch eine deutliche Sprache. Dass wir auch das dritte und letzte Testspiel gewinnen. Klasse, Leute. Hat er sich jetzt verletzt oder was? Machen wir kurz auf dem Gamepad gucken. Jo, da ist so ein Flaschersymbol. Aber ich konnte jetzt nichts machen. Bin in der Mitte im Spiel. Da ist er am Ball. Laufen tut er. 4-0! Eine 60. Minute! Und Fortunis Dreierback! So, gerade schnell gucke. Jetzt ist das Flaschersymbol weg. Also doch harmlos. Ich werde, glaube ich, sonst aber auswechseln. Damit er zum Saisonstart fit ist. Und Fortunis ist immer noch nicht satt. So. Und Ecke. Diesmal lasse ich ihn ausführen. Boah. Was macht er? Er dankt es nicht. Oh, wir haben schon 75 Minuten Spiel. Meine Lieblingstore! 76. Und Bunyaku, der verletzt schien, macht es. Hier kommt die Flanke. Oh, das sind meine Lieblingstore. So, Spielerwechsel beim 1. FC Kaiserslautern. Es kommen die Spieler mit Nummer 30, Hendrik Zuck und 11, Ilian Mischanski für 28 Konstantinos Fortunis und 10 Albert Bunyaku. Oder stimmt bitte da oben noch mal eingeblendet? Mann, boah, so hätte auch ins Auge gehen können. Gelb für dich und Freistoß für die. So. Schön sieht das doch aus. Schön, wir haben uns jetzt schön warm gespielt für den Saisonstart. Und jetzt komm, Feuer, Feuer! Schieß doch! Schieß! Oh, doch jetzt so. Ich denke, wir wechseln noch einmal. Oh, komm, lauf, lauf, lauf! Und jetzt seht ihr noch hin und jetzt schieß! Oh, ne Vorstreich! So. Wie angekündigt gibt es jetzt den Spielerwechsel. Es kommt der Spieler Nummer 9, Alexander Baumjohann für 5 Enes Alushi. Und bei Lazio Rom kommt 27 Lurik Kara für 87 Antonio Candreva. Wie der andere war, habe ich nicht mitgekriegt. Schluss aus! Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt auch das letzte Testspiel mit 15-0 gegen die Lazio Rom aus der italienischen Serie A. Da schauen wir auf das andere Spiel, SV Sandhausen gegen Manchester United 1-3. Ich verabschiede mich aus dem Fritz-Walter Stadion und schauen an, was diese Woche passiert. Vorm Saisonstart in die zweite Bundesliga. Davor ja präsentiere ich euch jetzt meine Startelf. Im Tor natürlich Tobias Sippel. Recht außen lassen wir Florian Dick. Abel machen wir hier hin.
Und auf die rechte Innenverteidigerposition machen wir Simonek. Und linke Verteidiger ist der Leon Jessen. Boss Juck. Lass mal drauf. Hä? Ja. Djewit lassen wir. Alushi. Holmer. Alexander Baumjohann. Kann man immer noch ins zentrale Mittelfeld schieben. So, zentrales Mittelfeld. Zuck! Lass mal links spielen. Ja. Und Idrisu, lass mal hier laufen. Dann mach ich doch Fortunis weg, aber egal, komm. Lass mal so. Ah, Moment, ich muss ja noch die Bank bestimmen. Ach, ich bin nervös vom Saisonstart. Ist wieder was ganz anderes als diese Testspiele. Da geht es um Punkte. Und ich würde alle 102. Kein Gegentor. Schauen wir mal hier hin. Wie viel haben die verliehen, eh? Ja, lassen wir so. Okay. Da gehe ich jetzt mal auf der Transfermarkt gucken. Ich mache mal was Beklopptes. Probieren wir mal was Beklopptes. Transferbudget 1.700.000. Gehaltsbudget Woche 5.000. Kann man nicht so viel machen, oder? Aber ich probier's mal. Cool. L-U-S-E. Ich versuche das Klose zu Benzelberg zurückzuholen. Wahrscheinlich nicht bezahlbar. Und? Oh! 8 Millionen und 80.000 wieder an. Als Gehalt. Nee! Das klappt nicht. Probieren wir es beim Fromlowitz. Spielt bei Dynamo Dresden ja jetzt. Oh, das wäre was. Tulda, Sippel und Fromlowitz. So war die Torhüterpaarung, wie es letzte Mal auf dem Betzenberg-Spiel gucken war. Da ist er, glaube ich, sogar noch verabschiedet. Wohin ist er da gewechselt? Duisburg, glaube ich, oder? Da war er vorher noch irgendwo anders. 625.000 und 7.000 Spielergehalt. Na, ich gehe mal erstmal Angebot an Dresden ab. So, dann gucken wir mal, ob das klappt. Oh, falsch. Ich wollte ja Spieler verkaufen. Mal gucken. Heinz oder Orban? Orban. Verleihen. Ganze Saison. So, wen hauen wir jetzt noch weg? Stürmer Mischanski verkaufen wir. Ich brauche nicht so viel Stürmer. Ich brauche mehr breites Mittelfeld. Wo ich mir erstmal da ein bisschen noch was zusammenkaufe. Mit, was will ich mit 1.700.000 anfangen bei den Spielern? Das sind alle gar schon die Saison gekauft. Muss ich Strafe bezahlen, wenn ich die jetzt wegsense. Aber egal. Okay. Na, gucken wir mal, was aus dem Angebot von zu Fromlitz wird. Transferangebot abgelehnt. Wir haben ihr Angebot für unseren Spieler prüfen. Scheiße. Alter, lass mal das so. Geh Bochum haben wir den ersten Spieltag.
oder ihr C, eine Million für Michanski. Zähl mal. Das habe ich 1,2 Millionen wert. Und der Wert verkaufe ich nicht. Schau, ist ja noch weit die Strecke bis zum 18. August, ne? Schon, ich muss gar nicht aufhören, dass es 2 Wochen sind zwischen dritte und dem ersten Spieltag. Fans und Hertha BSC waren den Aufstieg. Union Berlin. Ja, machen wir. Tja. Der ganz stur, 6 Jahre Hälfte die Europa League zu gewinnen. Okay. Da er nicht in der Elf und auf der Bank sitzt, brauche ich nichts zu ändern im Team. Hoffmann ist doch Torhüter, oder? Such neuen Verein. Ich könnte ja mal gucken, ob ich da Kirai kriege. Wo spielt denn der? Hertha oder 60? Ah, ich gehe mal gucken. Hier schon mal Simulation beenden. Ich weiß, ich mache gerade ein bisschen was Beklopptes, aber. Ich kann den Kirai eigentlich ganz gut haben. Der Tor mit der Turnbuchs. Kirali wieder geschrieben, gell? Ah, ich sortiere mal nach. Da hat der vorher gespielt, bevor er ins Ausland gegangen ist. Dann ist er nochmal, ist er in die Bundesliga zu 60 kommt, genau. Ja, wer hätte falsch gesucht. Obwohl Kraft 3.400.000 wollen die für den. 3.000. Man muss schon mal ein bisschen was verdienen im Pokal, ne? Für den zu kriegen. Nee. Das sind sie. So, mal gucken, was die für der Kirai wollen. Ich sag, ich bin schon gerade am Leben verschuckt, der ist frei. Na dann her damit. Das werden wir wohl erst nach dem Spiel gegen Bochum erfahren, ob der Transfer klappt. 900.000? Nee. Nein. So. Ich habe die geplante Ausstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe. Ja, du wirst noch eingesetzt. Du wirst noch eine gute Bedeutung haben. Immerhin wollen wir aufsteigen und Meister der zweiten Bundesliga werden. So, wir sehen mal übermorgen den Grundstein, denn morgen kommt ja das dritte Testspiel im FC Bayern. Und jetzt, tschüss, bis die Tage.